Ja, liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, als Stadtverordnetenvorsteher bin ich gerade durch unsere Innenstadt gelaufen, und zwar vom Löwenplatz, wo der ehemalige Kuhstall sich befand, jetzt hier am Bahnhofsplatz vorbei, am Denkmal, das wir alle kennen, und jetzt bin ich im Werk. Und jetzt wissen Sie schon, um wen es geht. Es geht um Adam Opel. Ich sage als Stadtverordnetenvorsteher, Adam Opel, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, denn Adam Opel ist am 9. Mai 1837 geboren und er ist wohl der berühmteste Sohn unserer Stadt, das muss man sagen. Und sein Lebenswerk, wobei das Wort Werk hier wörtlich zu nehmen ist, wir sind jetzt im alten Opel-Werk, ist etwas, was unsere Stadt geprägt hat. Er hat mit dem, was er gestartet hat, diese Stadt, unsere Stadt geprägt. Wer war Adam Opel? Adam Opel war Schlosserlehrling. Er hat Schlosser gelernt, weil sein Vater Schlosser war, und er war ein Unternehmer. Heute würden wir sagen, der in der Garage angefangen hat und dann in irgendwelchen großen Hochhäusern sitzt. Er hat in einem Kuhstall, so war das im 19. Jahrhundert, angefangen, und daraus ist ein Weltkonzern erwachsen, Opel, so wie wir es kennen. Das ist sein Vermächtnis, das hat er unserer Stadt hinterlassen. Er hat begonnen in Rüsselsheim mit Nähmaschinen. Er hat begonnen mit Nähmaschinen, er ist als junger Mann in die Welt gereist. Er war in England, in Belgien, in Frankreich, in Paris, und hat sich in den Fabriken angeschaut, wie Nähmaschinen hergestellt werden. Er ist als junger Mann zurückgekommen in unsere Stadt und hat im Kuhstall angefangen, Nähmaschinen mit der Hand zu bauen. Daraus ist eine Fabrik erwachsen, und daraus wurde dann viel, viel, viel mehr. Nach ihm, mit seinen 5 Söhnen, ist daraus eine Autofabrik geworden. Obwohl man sagt, dass er mit Autos nicht so viel am Hut hatte, aber er hat den Samen gelegt, und zwar hier in Rüsselsheim, damit hier dieser Konzern hier entstehen konnte und unsere Stadt entscheidend geprägt hat in Zeiten der Industrialisierung. Deshalb nochmals, Adam Opel, heute wäre er 184 geworden. Leider konnte er das nicht erleben, aber wir sagen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, und wir sind dankbar für das, was er hier geschaffen hat, für das, was er erreicht hat. Wenn er heute hier wäre, wäre er sicher etwas überrascht, was aus ihm geworden ist, aus seiner Idee. Er wäre für viele Sachen auch irritiert, welche Rechte heute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in seinem Opelwerk. Aber vieles fände er auch ganz bestimmt ganz toll. Ich glaube, es würde ihm auch gefallen, dass hier Neues passiert im Opel-Altwerk. Stichwort Motorwelt. Es wäre schön zu wissen, was er dazu sagen würde, was er darüber denkt. Aber wir müssen es so belassen, wie es ist. Er ist nicht mehr unter uns seit vielen Jahren. Aber er hat Geburtstag und wir denken an ihn. Vielen Dank, Adam Opel.